Ja, da bin ich wieder, euer Burgelklatt. Ich bin auf der Karte Komarin, das ist ein Standardgefecht. Jede Seite hat drei Adlerries, ich fahre auch eine, und zwar den Tierzehner der Deutschen, das ist der GWE 100. Zu dieser Art, die gibt es zu sagen, 1943 wurde sie entwickelt. Ich schätze nur auf dem Blatt Papier, oder vielleicht war es auch nur eine Konzeptstudie. Oder eine Vision, wie Los man es auch geht's. nennen mag. Das Fahrzeug sollte nämlich auf dem E100 Fahrgestell gebaut werden. Und der E100 ist bis 1945 nicht fertig gewesen. Also netter Traum, aber nie umgesetzt in der Realität. Es wurden auch nie Fahrzeuge in irgendeiner Weise angefangen zu bauen oder Teile davon wirklich zu entwickeln für diese Art direkt. Das Fahrzeug sollte dann mal einen 21 cm Mörser erhalten. Ganz nett. Mörsergeschosse kommen doch relativ steil von oben auf den Gegner runtergeflogen. Das macht dann schon Aua. Man kann damit dann gut hinter Felsen greifen, arbeiten in dem Sinne. Und diese 21 cm Mörsergeschosse machen doch schon bei normalen HE einen Sprengdurchmesser von 6,44 m und bei Goldgranaten sogar 9,21 m, was ganz nett ist. Dazu wäre dann noch zu sagen, Wargaming sagt zwar, dieses Fahrzeug macht einen Durchschnittsschaden von 2000 Damage, aber das ist nur ein theoretischer Wert. Realistisch ist dann doch schon mal ein Schaden so um die 800-900. Natürlich gibt es auch schon mal Treffer, die da drüber liegen. Aber im meisten Fall liegt es wirklich knapp unter 1000, so 800 bis 900. Man kann damit auch One-Shots machen, wunderbar sogar. Aber wie gesagt, die 2000 erwartet nicht ständig oder verlangt nicht den Mörderschaden. Kommt vor, aber nicht immer. Das muss Wie ihr wehtun. seht, so knapp 900, dafür ist dieses Fahrzeug gut. Da sehe ich eine Arti. Seht ihr eine Arti, sofort drauf einrichten. Selbst wenn ihr am Nachladen seid. Oft kann man sich die Position merken und schießt dann da einfach mal hin. Wenn man dann fertig geladen hat. So, nochmal zur Arti. Diese Arti hat rund 30 Granaten an Bord oder genau 30 Granaten an Bord. Die kriegt ihr theoretisch nicht leer geschossen in einem 15-Minuten-Gefecht. Das geht gar nicht. Das heißt, ihr werdet nie Munitionsknappheit haben. Deswegen habe ich auch 24 normale HE-Granaten damit geladen und 6 Gold-HEs für den Fall, dass ich Atomziele bekomme. Was sind Atomziele? Das sind meiner Entschuldigung, das ist ein totaler Wirrwarr. Das ist laut meiner Definition halt ein Atomziel, wenn da 3 bis 4 Fahrzeuge auf engstem Raum sind. So dass man wirklich mit einem Treffer 2 bis 3 Fahrzeuge locker beschädigen kann oder gar ein, zwei killen kann. Das sind für mich Atomziele. Da lohnt es sich immer für Gold durchzuladen. Da ist das meiner Meinung nach auch keine Verschwendung. Auch wenn mal ein, zwei Granaten in die Grütze gehen, der Spaß ist es mir wert, gleich 2 oder 3 zu treffen. Ihr seht, wo ich hingezielt habe und ihr seht, wo es eingeschlagen ist. Das ist halt Artillerie. Das ist nicht hochpräzise, das ist dann teilweise ein bisschen Schrotflinte. Passt schon. Zum anderen seht ihr auch, ich habe kein Zoom-Out-Mod drin. Ich habe kein Crosshair, Jimbos oder sonstiges. Ich nutze das Spiel
die Originaleinstellungen von Wargaming, die sie anbieten. Mit dem Zoomen und auch Aimen. Das muss wehtun. Und muss sagen, es funktioniert, man kann damit spielen. Da will sich doch glatt eine IS-7 ertränken, wie es aussieht. Oder? Können wir ihr das verwehren? Na? Weil so einfach mir davonkommen oder aus dem Spiel rausgehen, das soll ihm nicht gelingen. Und bei dem jetzigen Spielstand versuche ich es einfach mal. Nein, die ging leider nicht dahin, wo ich sie haben wollte. Was soll's? Bei 9 zu 4 sollte das schon eine relativ sichere Nummer sein. Können wir auch mal riskieren, einfach den Spaß heraus, wie vorhin, einfach auf der IS-7 zu halten, damit er sich nicht absetzen kann, der Strolch. Und ihr seht, wieder einen guten 800-900er Treffer. Und das ist auch wirklich das, was ihr von diesem Geschütz erwarten könnt. So 800er, 900er Treffer. One-Shots. Schöne Sache, aber die sind keine Regel bei dem Fahrzeug. Da steht doch jemand hinterm Felsen. Mal gucken, ob das funktioniert, wovon ich hier immer rede. Mit Splash-Radius arbeiten. Ah, da ist er leider schon weg. Das hätte gepasst. Da wäre er geplatzt. Das bisschen an Leben hätten wir ihm einfach mit dem HE-Schaden, Splash-Schaden genommen. Ihr seht, ich habe keine perfekte Leistung hier hingelegt, aber trotzdem knapp 4000 Schaden schon ausgeteilt. Ich finde, das ist mal ganz nett. Vor allen Dingen, weil das Gefecht auch relativ schnell läuft hier. Da fällt ein Baum, das heißt, da ist irgendwo eine Arti. Also richte ich mich darauf ein, gleich auf der zu schießen, weil alle auf der Batchet schießen. Und da habe ich die Arti erwischt. So, da ist das Spiel rum. Und wir schauen uns mal die Auswertung an. Ja, Auswertung, das wäre eine Klasse 3 wert gewesen. Das wäre auch nochmal ein Großkaliber. Und nun kommen wir mal zu den Feinheiten. Ich habe mit der Arti 4475 Schaden gemacht. Das ist ganz nett, weil das ist der höchste Schaden, den jemand aus meinem oder aus einem anderen Team gemacht hat. Zwei Kills waren dabei. Dann habe ich 8 Schüsse abgegeben. 4 waren direkte Treffer. Dann habe ich noch 3 Flächenschaden ausgeteilt. Natürlich waren 4 Wirkungstreffer dabei, wo denen die Module weggeflogen sind. 400, 475 Schaden. Dann habe ich Treffer erhalten, Treffer durch Flächenschaden 1. Gegner beschädigt 5, 2 Abschüsse, Schaden durch Spielerunterstützung 125. Dann habe ich Belohnung für Auftragsabschluss hingekriegt. Was ich da gemacht habe, weiß ich jetzt gerade nicht. Jedenfalls mit Premium blieben am Ende des Gefechtes 76.000 Credits über. Ohne diesen Bonus für Auftragsabschluss, könnt ihr ja selber schnell im Kopf rechnen, wären immer noch 41.000 Credits über gewesen. Ganz nett. Und ohne Premium wären 57.000 Credits jetzt gewesen. Zieht ihr 35.000 ab im Kopf, sind es immer noch 22.000 Credits plus. Das war ein einfaches Gefecht. Ich habe 1000
14 Erfahrungspunkte für bekommen. Und ich sage mal, das war kein schlechtes, aber auch kein gutes Gefecht. Wenn sie alle so laufen würden, wäre ich zufrieden. Und damit verabschiede ich mich, euer Borgelcut.